Borussia Mönchengladbach ist wieder europäisch unterwegs. Gegen den Wolfsberger AC im heimischen Borussia-Park sollte es natürlich zum ersten Sieg reichen. Man ist hier in der favorisierten Position. Hatte dann auch den ersten Abschluss durch Alassane Plea in der Frühphase dieser Partie. Doch Kofler konnte noch eingreifen und den Einschlag verhindern. Der Ball hätte auf jeden Fall gepasst und die erste Szene der Partie zeigte, in welche Richtung es hier denn gehen würde. Gladbach komplett mit dem Zepter in der Hand. Nach diesem Eckstoß bleiben sie vorne dran. Matthias Ginter, Thuram im schönen Zusammenspiel. Embolo mit der guten Drehung und dem wirklich guten Abschluss. Der recht knapp am rechten Pfosten vorbeizieht. Borussia Mönchengladbach aber weiter im guten Spiel nach vorne. Embolo. Kramer hat die Übersicht. Rechts draußen ist Traoré und Kramer kriegt den Ball wieder und macht den Führungstreffer. 24. Spielminute. Christoph Kramer schießt ein und Kofler hat keine Chance mehr. Vorm Seitenwechsel noch die Möglichkeit zum Erhöhen. Dennis Zakaria, aber Schmitz ist dazwischen. Ganz wichtig, stellt sich da in die Schussbahn. Ansonsten wäre der für Kofler relativ schwer geworden, noch letztendlich wahrzunehmen. 1:0 nach 45 Minuten, vielleicht sogar ein Treffer zu niedrig, denn so ein Tore-Vorsprung ist immer relativ schnell korrigiert aus gegnerischer Sicht. Jetzt wieder Borussia Mönchengladbach, das alte Bild, zunächst im zweiten Durchgang. Embolo erstmal dazwischen die Szene, aber noch nicht ganz geklärt, weil Elvedi gut nachsetzt. Traoré steckt zu Christoph Kramer. Zumindest wieder der erste Abschluss im zweiten Durchgang. Wirklich gefährlich wurde es hier aber nicht. Dann mal ein Fehler bei Borussia Mönchengladbach und das müsste Wolfsberg gut ausnutzen, denn viele von diesen Möglichkeiten bekommen sie nicht. Weiter Flankenball aus der Mittelfeldposition. Der Kopfball ist für Jan Sommer dann aber einfach zu parieren. Ansonsten ließ sich Gladbach hinten nicht auf Spielchen ein. Fehler kam nicht mehr zustande und man konnte das locker runterspielen und versuchte jetzt hier in der Schlussphase noch einen draufzulegen. Christoph Kramer, Traoré steckt zu Embolo. Der zweite Treffer war ihnen nicht mehr gegönnt, aber unter dem Strich gewinnen sie hier souverän und verdient mit 1:0, auch wenn es spannender war am Ende, als es hätte sein müssen. Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal, gegen den Stadtnachbarn aus Chelsea, hatte man ja im Halbfinale den Kürzeren gezogen in der Vorsaison. Gegen die hellblauen Gunners sollte es hier besser laufen. Die taten sich gegen Watford am Wochenende noch schwer, spielten nur 2:2. Und so startete Frankfurt durchaus selbstbewusst in diese Partie, wenngleich sie ja auch gegen den FC Augsburg patzten. 2:1 dort in der Fuggerstadt verloren. Aber der Beginn richtig stark der Frankfurter. So zog sich das durch die komplette erste Halbzeit. Flankenball von der rechten Seite. Chor liest sie nochmal links auf. Dann Kamada aus Spitzenwinkel, der da viel Platz hat, aber den nicht mehr richtig aufs Tor drücken kann. Und somit stand es bis in die 45. Spielminute 0:0. Dann kam nochmal der FC Arsenal. Frankfurt mal in der Defensive gefordert. Lacazette, Xhaka, Torreira und Dani Ceballos in der 45. Spielminute mit dem äußerst schmeichelhaften 1:0 für die Gastmannschaft. Wuchtig raufgeschossen, geht dann rechts ins Eck und er hier hat es eben gemacht. Dani Ceballos, der für den Unterschied bislang sorgen konnte, verdient war es allerdings nicht. Zweiter Abschnitt. Frankfurt musste jetzt mehr
riskieren, leistete sich dann aber diesen Fehler und Pierre-Emerick Aubameyang nutzt den aus. Nicht viel von ihm zu sehen im ersten Abschnitt. Jetzt ist er in der 51. Minute da und haut ihn rein. Schlechter Start für Frankfurt im zweiten Abschnitt. Doch sie gaben sich nicht auf. Wenn was möglich ist, dann doch hier in Frankfurt. Kostic mit der Flanke und Kamada mit dem 1:2. 68. Minute. Plötzlich waren die Gastgeber wieder da. Verdientermaßen. Weil Arsenal fahrlässig agierte, nun auch in der Defensive. Nach vorne setzen sie dennoch immer mal wieder Nadelstiche. Aubameyang mit dem Flankenball in der Mitte. Pepe per Kopf. Kommt aber nicht mehr gefährlich auf den Kasten. Sodass die letzte Möglichkeit der Partie nochmal Frankfurt gehörte. Philipp Kostic. Und Dominik Kor wieder mit Philipp Kostic, der dann durchsteckt zu Kor. Wieder Philipp Kostic, dann der Flankenball, Paciencia. Doch der Kopfball hatte zu wenig Schärfe. Und so endet diese Partie knapp mit 1:2. Frankfurt hätte sich zumindest den Punkt verdient gehabt. Doch der FC Arsenal war einfach abgezockter und nimmt sich hier die ersten drei Punkte mit.